Die Zeit ist endlich reif, um hier richtig durchzustarten. Hier bei Risen 3 Titan Lords auf der Insel Taranis. Es hat geklappt, Freunde. Also wir wollten, wir haben eine Gilde beigetreten, sprich wir sind ein Wächter geworden und Mendoza noch bei uns. Ich glaube, der bleibt sogar eine Weile bei uns, solange irgendwie einfach unser Seelenwert unter 70 bleibt. Könnte das Ganze noch funktionieren? Nun gut, ihr seht, wir haben genug Ruhm, 14.000. Die Frage natürlich, geben die bereits so etwas wie hier aus oder warten wir noch ein bisschen und schauen wir nachher an, ob es doch vielleicht klüger wäre, das für Magie und Geist zu investieren. Tja, was haben wir dazu? Mal gucken, neue Waffen noch nicht, war sich mal den Hut aufsetzen, alter 3 Spitze, weil die natürlich klingensicher und kugelsicher. Geil. So, Körper selbst, ich meine, ein guter Kapitän des Rüstens gibt ein bisschen mehr klingensicher, aber dafür senke ich Magiesicherheit um 10 Stück, das ist mir ein bisschen so viel. Außerdem sieht es auch ganz nice aus. Oder gut, Kadettenrüstung, naja. Mal gucken. Okay. Noch Fragen, Soldat? Noch weitere Aufträge, die erledigt werden müssen? Gut, dass du fragst. Denn ich hätte da tatsächlich noch was. Ach du Scheimkleister. Bin ich vielleicht schon ein bisschen zu früh dran, weil, mein klar, jetzt kann ich hier halt neue Missionen und so angehen, das ist ja alles schön und cool, aber will ich ja eigentlich erst später machen, vor allem natürlich das Alte noch ein bisschen abschließen. Andererseits, gut, die kommen relativ schnell hin, wa? Oh, übrigens. Wie kann ich bei euch aufsteigen? Glaub ja nicht, dass das so einfach wird. Wenn du ein wahrer Wächter werden willst, musst du dich erst unter Beweis stellen. Hör dich einfach mal im Lager um und mach dich nützlich. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann melde dich mal bei Ilva, Maurizio oder Gordon, dem Schmied. Wenn du wissen willst, wie es um dich im Lager steht, dann frag mich einfach. Aufstieg klingt natürlich immer cool. Die Frage, die sich mir gerade stellt, ist, wenn ich da zu schnell aufsteige, aber überspringe ich gewisse Sidequests oder aber da gar keine Gefahr? Mal schauen. Bin ich bereit, zum Wächter befördert zu werden? Lass mich überlegen. Du hast noch nicht genug für unsere Gemeinschaft getan, um befördert zu werden. Mach dich weiterhin nützlich im Lager. Dann klappt es vielleicht eines Tages. Muss erst noch überlegen, obwohl ich gerade erst angefangen habe. Okay, wie gesagt, wir brauchen jetzt ein Schiff, damit auch ein Schiff, damit Jafar und der Rest der Crew dabei tritt. Okay, erstmal gucken, was haben wir jetzt hier? Wir haben noch die Crew, das ist auch noch das, wa? Aber es ist nicht hier auf der Insel, wa? Das war ja irgendwo anders, obwohl eine Sache, weil hier oben noch, wa? Kann ich auch mal machen, ich habe so hier auf Taranis noch so viel zu tun. Ein Schiff aber, okay, ja, doch, das hat was. Okay, Leute, gehen wir es an, wa? Taranis. Ach, meine Wächtern. Dann hätte das für mich zu tun. Yo, kann man natürlich mal alles machen. Das ist ganz cool. Werden wir auch nachher noch tun. Checks mit unbedingt machen. Wels. Ja, wieso eigentlich nicht? Ich glaube, einen habe ich noch vergessen, wa? Vielleicht irgendwo in einem Lager, wo es, glaube ich, zu starke Gegner für uns hatte, damals noch. Ist ja auch schon eine Weile her, wenn die Quest angenommen hatte. Hallo, wo ist der? Hä? Will man verarschen? Da muss ich nur noch die Quest abschließen. Könnte doch ein Kanal sein, wa? Wegen der Gnome. Ich habe Faris getroffen. Er ist in der guten Mine. Hervorragend, hier hast du deinen Lohn. Ich habe jetzt alle Gnome bei dir gemeldet. Sehr gut, damit kann ich diese Liste schon mal zu den Akten legen. Hier, das hast du dir wirklich verdient. Dankeschön, Alter, haben wir viel Ruhm. Das ist ja nicht mehr normal, Leute, ganz ehrlich. Piranallianz. Ach so, ein großes Schiff, stimmt. Die Magiegele, das stimmt aber ja auch noch. Was? Die gelehrte Magie wäre das passende Schiff für mich. Was hat denn das mit der Allianz zu tun? Aha, ja, stimmt, ja. Ein großes Schiff bekommen. Gut, nehmen wir an, das wird hier irgendwo hier im Hafen sein, war, wer verrückt, wenn es irgendwo anders wäre. Ja, hier. Hier habe ich noch einen Teleportpunkt, nur leider noch keinen Stein, muss ich noch unbedingt finden. Ihr versteht vielleicht langsam mein Problem, was ich da habe. Und zwar, das Problem ist, ich habe viel zu viel zu tun. Hehe. Viel zu tun. Haben wir noch ein Questziel irgendwo? Hä?
zeigt er mich herunter, aber sogar nichts mehr. Aber wir verarschen hier? Was, der war auf... Stimmt dir? Ups. Entschuldigung, war mein Fehler. Ach Mensch, das Kind, da vergiss ich mir alles wieder. Reiter Schatten auf Takeriko, stimmt hier ist auch noch eins. Natürlich hier auf der Anne sowieso noch, können wir sowieso gleich mal zerstören, wa? Ich möchte auch gerne mal noch zum Schattenlord, der müsste auch hier irgendwo noch sein. Ich vermute mal, er ist am ehesten hier irgendwo in der Gegend. Da ist einfach nur ein Schattengebiet und der Schattenlord selbst ist irgendwo, ja, irgendwo sonst, wa? Wo könnte der hier sein? Kommt doch hier oben, wa? Jetzt auch nichts mehr. Also ich habe das Gefühl, irgendwo hier auf der Insel hat sich noch ein Schattenlord, wer verrückt, wenn es hier keinen hätte. Jetzt erstmal die Frage, wo fange ich am besten an? Ich könnte überall anfangen, das ist echt gerade ein kleines Problem und Magie muss auch noch alles lernen und so. Ja, wieso nicht, weil Magie gar lehre. Übrigens, wenn ich schon mal in der Nähe bin, Zeit haben wir eigentlich genug, kann ich gerade noch was anderes machen? Steigst du mal später, dann auch später, oder genauso. Strand von Tarani, so welcher Strand war? Der Meere hier. Dann müssen wir hier oben noch, genau. Oh, ja, aber kann. Alter, aha. Ja, natürlich hier drüber schwimmen, oder? Okay, auch später. Der Käse fällt mir hier noch. Pff, wo kann ich den Käse hier finden? Was? Oh, Entschuldigung. Was denn, bin ich hier auf der Insel? Oh, ey, hier kommen wir gar nicht rein. Hä? Also, ich war ja schon mal hier oben. Aha, vielleicht geht's jetzt, weil ich jetzt halt zum Wächtern gehöre. Schon möglich. Auch sehen, wie es ihnen geht. Die waren hier unten, war geht ja relativ schnell. Der Schattenlord des Verrats. Sollen wir darum kümmern? Der war. Wo war denn der? Hier unten war. Wer vorhin schon angedeutet hatte. Jo, der ist hier. Den mache ich noch platt. Ich hoffe, dass ich hier eh noch einen Teleportpunkt natürlich habe. Aber jetzt erstmal zurück zum. Entschuldigung. Zurück zum Schiff. Ich habe deine alte versteckte Kiste gefunden. Und es war tatsächlich ein schwarzes Herz darin. Ja, schon sehr lange her, dass ich es dort zurückließ. Wie auch immer, ich hoffe, dass es dir weiterhilft. Danke für deine Hilfe bei der Sache mit den schwarzen Herzen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hilft dir etwas. Wenn du vollständige Genesung willst, wirst du nicht drum herum kommen, deinen Geist wiederzufinden. Ich werde dir so gut ich kann helfen, dein Ziel zu erreichen. Danke, Mann. So, Bones bleibt bei uns. Edward, hast du noch was zu sagen? Ist gehoben. Der Schatz deines Großonkels ist gehoben. Ich fand eine Besitzurkunde über die Ländereien im Südwesten der Eisenbucht darin. Was? Zeig sie mir. Das ist doch unmöglich. Was macht so ein wichtiges Dokument in einer vermoderten Kiste im Boden? Ich habe da so eine Vermutung. Nein, ich glaube, ich will das gar nicht hören. Du musst leid für dich, aber denke, dein Großonkel war ein Pirat, ein edler Herkunft, ein Haufen Dreck, dein Großonkel war ein Pirat. Na schön, wenn ich das für mich behalten. Ja, das wäre so interessant gewesen, davor gespeichert war, können wir alle drei Antworten hören. Tja. Ja komm, die Wahrheit tut immer gut. Tut mir sehr leid für dich, aber ich denke, dein Großonkel war ein Pirat. Aber mein Vater, meine Familie. Und das Land an der Küste, die Gerüchte, der vergrabene Schatz? Der erste dunkle Krieger eurer Familie war ein Pirat. Er hat es durch seine Heldentaten zu Ruhm und Ehre in Kalador gebracht. Das heißt trotzdem, dass ich ein Nachkomme von Gaunern und Halsabschneidern bin. Verdammt, 10 plus 1 aber ganz vergessen. Ah, Kacke! Sei doch froh, dass du dein Erbe überhaupt gefunden hast. Am Ende ist es nicht mehr als Staub und Stein. Aber das spielt keine Rolle mehr. Ich habe mein Volk und meine Aufgabe gefunden. Das ist alles, was jetzt noch zählt. Danke für deine Hilfe, Freund. Das werde ich dir nie vergessen. So, und nun lass uns diese elenden Schatten zurück ins Dunkel treiben. Darum sind wir schließlich hier.
Jo, hat was? Okay, er bleibt noch bei uns. Was macht unser Seelenwert? 68, okay, geht eigentlich noch. 140 Blutwert, das ist schon mal sehr gut. Das sollte eigentlich mal weiterhin steigen. War auch spielend für uns, müssen eigentlich alle Schattenlords platt machen. So relativ. Nicht der Paul Mendoza. Komm mit. Geht klar. Ja, also ganz ehrlich, ich würde am liebsten noch was dazu sagen im Spiel selbst und so, aber mir gehen langsam die Entschuldigungen und vor allem die Erklärungen aus, weil ganz ehrlich, das kann so nicht sein. Das kann so einfach nicht sein. Kaum ein paar Minuten gespielt und Absturz. Vor allem, ich habe nur mit Alter, nur Mendoza angesprochen, bö, weg. Ja, muss echt was einfallen lassen. Aber gut, ich hoffe, es klappt jetzt diesmal. Komm mit. Geht klar. Gut. Immerhin speichert das Spiel ab und zu selbst noch. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Bis jetzt sieht es ja gut aus. Rechts oben haben wir... mal Buchs Notizen, okay. Rechts oben die Anzahl von den Frames hier ist auch gut. Könnte soweit klappen. Okay, erstmal zum Schiff. Servus. Such dir wen anders zum Reden. Von mir aus. Übrigens, Leute, wir haben doch die Astralsicht noch drauf, wa? Aber man kann es sein, dass das Okular ein bisschen anders ist. Verrückt. Hi, Leute! Wir sind jetzt eine ganz große Crew. Wer bist du, Kadett, okay? Ich frage mich eigentlich, ob ich Magie jetzt als zweite Waffe einsetzen kann oder wie bisher eigentlich auch per Item. Gut, dich zu sehen. Jo, finde ich auch. Fangen mal den hier, wa? Halte immer die Augen auf. Sowieso. Was geht denn hier? Wer bist du denn? So, ab jetzt führe ich die Galeere der Magier. Aber... Keine Widerrede. Der Befehl kommt von ganz oben. Na schön. Aber wehe, sie bekommt einen Kratzer, dann kriegen wir Ärger. Ich mach das schon. Ich bin Seefahrer. Wie du meinst. Befehl ist Befehl. Ich erinnere mich da irgendwie noch an den ersten Part. War es nicht damals noch so, dass wir eine ziemlich heftige Seeschlacht hatten? Im Traum natürlich. Naja, okay, das Schiff gehört uns. Sind unsere Crewmitglieder bereits wieder an Bord? Glaube noch nicht, weil die kommen erst noch. Da heißt ja auch, dass jetzt, dass sie unsere Kajüte ist. Von so schnell ging das. Verrückt, sogar ein bisschen pennen. Ich will, da denke ich, dass ich ein paar Albträume gebrauchen könnte, sprich Seelenabzugspunkte, aber nö. Gut, Mendoza ist da, kommen die anderen auch noch, momentan nicht. Tja. Mal schauen, wa? Also, das Schiff haben wir, erste große Fahrt. Ich habe das Gefühl, nachher passiert gleich etwas, wa? Da wäre eigentlich noch ein guter Cliffhanger, aber vorne natürlich ganz kurz noch gucken wegen unseren Freunden hier, und zwar, Jafar vor allem. Den will ich ja mit an Bord haben. Er schwebt immer noch, ja, das Spiel ist geil, einfach nur geil. Das ist ein Wächter, Mein Schiff liegt im Hafen vor Anker. Okidoki, Captain. Ich jetzt Teil deiner Crew. Wenn du stichst in See, ich werde da sein. Dankeschön. So, Leute, Jafar ist dabei. Ist das geil. Wo hatten wir den noch? Crew. Patty Einhorn, stimmt. Da müssen wir auf Kiel zurückgehen. Der war ja auch dort. Schatten der Vergangenheit. Also, das war ja Mendoza. Genau. Ich glaube, der kommt sowieso nie richtig bei uns ins Team mit. Das ist ein anderes Thema. Haben wir das soweit? Weil, vor allem natürlich, was mache ich jetzt noch gerade so? Können wir einen Feinschmecker noch machen? Wenn es sogar hier in der Nähe. Und wer weiß, vielleicht sogar noch ein paar Dinge lernen. Ja. Wer hier Ärger macht, fliegt. Also mit dem Magie lernen habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Da bringt mir hier etwas bei. Hallo, du? Die Astra. Wieso ein Klären? Haben wir doch. Ja, mal gucken. Jetzt, wo ich Wächter bin, kann ich dir da unter die Arme greifen? In der Tat. Und die Aufgabe wiegt auch nicht schwer. Ich habe vor kurzem meine Arbeiten an einem neuen Schwung Prismen beendet.
Sie sind so eingestellt, dass der Anwender nun schneller dieses Schattengezücht entdecken wird. Was mir fehlt, ist jemand, der sie unter den Wächtern verteilt. Solltest du mir diese Gefälligkeit erweisen, werde ich dir einen Prismastein schenken. Wo kann ich sonst noch Prismen bekommen? Bruder Nergal hat vor Tagen ein Prisma von mir übereignet bekommen. Aber bringt er es mir zurück? Nein! Würde mich nicht wundern, wenn das gute Stück in einen seiner Kessel fällt. Ich denke, in deinen Händen wäre es sicherer aufgehoben. Denke ich auch. Ich werde die Prismen für dich verteilen. Hier hast du sie. Bitte bringe sie zügig zu den anderen Wächtern. Also, die Synchronstimme kenne ich irgendwo her, aber wer ist der Typ? Der muss irgendwie auch ein bekannter Sprecher sein. Den habe ich schon, glaube ich, in einigen Filmen, aber natürlich auch Serien schon mal gehört. Ich überlege gerade, ob irgendwie in einem Intro kenne ich den sogar. Verrückt. Wer genau soll einen Prismastein erhalten? Bring den Wächtern Hartwig, Talbot und Cox jeweils einen. Außerdem sollen die Kadetten Wells und Garelt einen bekommen. Gut, werd's mir merken. Die Frage ist, los, sind die alle in der Nähe? Du kennst dich mit Astralsichtprismen aus? Allerdings. Mein Spezialgebiet ist das Konstruieren und Erforschen dieser einzigartigen Objektive. Wieso fragst du? Nur so. Der Blick des Alchemisten, des Goldes und der Magie sind sehr seltene Astralsichten. Wenn du ein richtiger Wächter sein willst, solltest du ein paar seltene Astralsichten besitzen. Wenn du etwas über die Prismen erfahren möchtest, frag mich einfach. Wegen der Prismen. Wo finde ich den Blick des Goldes? Sprich dafür mit Magnus. Ich glaube, er hatte mal einen. Vielleicht kann er ihn dir geben. Wo finde ich den Blick der Magie? Tja, den hat Erasmus früher einmal selber besessen. Aber das Prisma wurde ihm schon vor langer Zeit von Piraten gestohlen. Vielleicht beginnst du deine Suche auf der Pirateninsel Antigua. Wo finde ich den Blick des Alchemisten? Der hat mir einmal selbst gehört. Sprich einfach mal mit unserem Alchemisten Nergal. Der Idiot hat dieses Prisma schon seit Ewigkeiten und will es mir nicht wiedergeben. Wenn du ihn dazu kriegst, das Prisma rauszurücken, darfst du es meinetwegen auch behalten. Woher kenne ich die Stimme bloß? Die kommt mir so bekannt vor. Dein neues Wissen wird dir helfen. Dankeschön. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Fokus lernen. Und Simper Stufe, wieso nicht? Bring mir bei, wie ich Astralsichten besser fokussieren kann. Alles klar. Sehr gut. Fokus. Geist 40. Okay, vor allem 1000 Gold. Hilfe. Ich will mit dir handeln. Gerne. Ich hab zwar viel Ruhm, aber langsam kein Gold mehr. Was? Kristalldolch? Fungelnde Kette? Herzsplitter? Alter! Gar nicht mal so schlecht, wa? Altes. Goldkosten 45, bist du wahnsinnig. Moment mal, ich hab eine Vermutung. Kann ich denn das jetzt auch so teuer verkaufen? Das wäre was, ey. Macht eine Mundreise überhaupt noch? Alter, 650. Täusche mich jetzt irgendwie oder ist alles plötzlich viel mehr wert als früher? Nö, alles nicht. Alles da nicht. Ach gut, der Kompetenz, Alter, 300. Wir brauchen noch etwas Teures. Ein Schurkenring. Gut, einen habe ich sowieso an, kann den anderen verkaufen, wa? Was? Ich hab die bereits? Na gut, Wudomagie und so, aber noch nicht unbedingt. Ich habe ziemlich viel bereits. Okay, es gefällt mir. Magie will natürlich noch ganz viel, aber das ist ein anderes Thema. Benutzbar sind, aber es. Nicht wirklich, wa? Schädelblüten gibt dann noch viel her. Wie sieht es mit dem Plunder aus? Ich habe zwar noch ein Perle, Muscheln drei Stück zum Aufmachen nachher, das war klar. Silberbecher, vier und schlecht. Nein, du brauchst sicher noch was anderes. Jadestein, immer noch so. Ja, das Wissen, wobei 10 mittlerweile, war. Ja, wieso nicht?
Am 50 immerhin. Grünes her, schon drei Stück, Alter. Ja, Leute, ich glaube, langsam kommen wir echt in Fahrt hier. Bei Risen 3. Sonst noch etwas Interessantes? Vier Krüge. Sehr interessant, sehr interessant. Hier noch alles. Nö, brauche ich nicht mehr, wa? Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Bleiben wir das Gleiche. Ich meine, Fokus. Das wäre schon geil, aber wenn es geht, würde ich eigentlich eher noch ein bisschen Offensivmagie lernen. Ja. Kümmert sich kein Arsch darum, ist auch nicht schlecht. Okay, Leute, wie es hier weitergeht bei Risen 3 Titan Lords mit dem aktuellen Stand und so, werden wir sicher im nächsten Part noch erfahren. Hallo, Teleaufnehmen geht nicht, okay. Wie gesagt, ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Zwar natürlich noch den Feinschmecker hier von ein paar normalen Quests. Will ich vor allem noch Magie erlernen, Schattenlobplan machen, wenn es geht. Und ja, noch ein paar andere Dinge machen. Wir sind wieder ins See stechen. Das Problem ist halt, ich weiß, dass wenn wir jetzt mit der großen Galerie ins See stechen, dass eine ziemlich epische Szene kommt. Ich weiß nicht, was genau, aber ich weiß, dass sie episch ist. Habe ich bereits einen Spoiler erfahren. Deswegen würde ich das gerne irgendwie einfach ein bisschen besser verpacken in den Part hinein, wa? Also das kleine Cliffhanger halt. Aber kriegen wir schon hin, keine Sorge. Aufstieg bei den Wächtern, da war ja auch noch, wa? Bisschen verteilen, also, sind die hier in der Nähe? Gut, das ist kein Problem. Zock, zock. Das kriege ich hin. Wo ist denn der letzte? Huh, sind alle? Wenn das alles ist. Ja. Würde man sagen, machen wir den nächsten Partner, Freunde, wa? Egal, wie es weitergeht hier bei Risen 3 Titan Lords auf dem Weg zum Wächter. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.